Ah, ein Tag am Strand. Oder in einem riesigen Sandkasten. Wie auch immer, wir müssen Wasser hinzufügen, wenn wir etwas bauen wollen. Oh, ein Sanddonut. Ich schätze, der muss mal gewaschen werden. Huggy Wuggy! Sieht eher aus wie eine Badekappe als ein Ball. Wir füllen ihn auf wie eine Wasserbombe. Hoffen wir nur, dass er nicht schon so kaputt geht. Also bis jetzt scheint er ziemlich stabil zu sein. Und er ist ein toller Partner für Hampelmänner. Aber wahrscheinlich zu weich, um ihn als Medizinball zu benutzen. Hey Kumpel, pass auf, wo du hintrittst! Was für ein Glück! Das Tool macht Schneebälle. Aber funktioniert es auch mit Sand? Scheint so. Und schon bald haben wir eine Armee von Sandentchen. Und jetzt, wo wir eine Armee haben, ist es Zeit für Rache. Leg dich nicht mit einer Vogelmama an, Kumpel. Ich würde ja sagen, dass du dir die Füße abwaschen sollst, aber damit hat das Schlamassel ja erst angefangen. Nun, wir können dieses schöne, saubere Bettlaken als Backup verwenden. Die vier Enden bieten uns praktische Taschen. Platz für eine Wanne, um deine Füße zu waschen und sogar ein Handtuch zum Abtrocknen. Oh nein. Ich meine, wer geht schon ins Wasser und erwartet, nass zu werden? Moment mal. Zeit, es ihnen zurückzuzahlen. Und wenn das nicht klappt, stehen die kleinen Enten bereit. Achtung, ein Hai! Oder noch schlimmer, ein Delfin! Im Ernst, sogar Haie haben Angst vor Delfinen. Auf dem Wasser zu schwimmen macht hungrig. Hast du was zu essen? Für mich sieht er nicht essbar aus, aber scheint fast so, als müsse sie den Unterschied zwischen echten und unechten Donuts lernen. Diese Flasche kann schwimmen, wenn wir uns ihre Kräfte nur zunutze machen könnten. Binde mehrere von ihnen mit einem starken Seil zusammen und sichere sie mit Kabelbinder. Es funktioniert. Hoffen wir nur, dass sie nicht wieder versucht reinzubeißen. Seifenblasen machen so viel Spaß. Aber das können wir noch toppen. Wir machen eine Blase so groß, dass SpongeBob stolz wäre. Hey, SpongeBob mag Seifenblasen, weil er ein Schwamm ist. Mir fällt's wie Schuppen von den Augen. Vielleicht sollten wir warten, bis sich die Lage beruhigt hat. Ja, lass uns im Sand spielen und ein schönes Loch graben. Noch besser, nimm einen Duschvorhang und gib etwas Wasser hinzu. Dann hast du deinen eigenen Pool. Kalt. Wo ist ein mobiler Whirlpool, wenn man ihn braucht? Nun, dieser Wasserkocher wird erstmal reichen. Genau richtig. Und viel Platz für ein Hundepaddel. Manche Leute ziehen sich um, bevor sie an den Strand gehen. Und langsam weiß ich auch, warum. Aber mit ein bisschen Know-how ist es gar nicht so schwer, sich am Strand umzuziehen. Obwohl es so aussieht, als hätte sie nur das Oberteil darunter getragen. Hm?
Ein neuer Schwimmring. Hatte sie nicht schon einen oder hat sie versucht, ihn zu essen? Oh, ich verstehe. Sie sammelt sie. Du brauchst nur starkes Klebeband und genug von diesen Schwimmringen. Und es ist, als hätten wir unser eigenes kleines Haus. Wow. Viele Fenster. Hoffen wir, dass es nicht regnet. Mal sehen, ob es auch schwimmt. Lass dir das eine Lehre sein, die Sonnencreme nie wieder zu vergessen. Diese Sternenbrille hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn es um Sonnenbrand geht, ist Aloe Vera unschlagbar. Wir müssen es aufschneiden, um an das gute Zeug zu kommen. Gib es in einen Behälter und schüttle es gut. Das ist wie ein Deo-Roller für dein Gesicht. Ich glaube, du hast dich in etwas reingesessen. Das gibt einen riesigen Fleck. Was ist das überhaupt? Oh nein, nicht dein Schokoriegel. Heute ist einfach nicht dein Tag. Tolle Idee. Wie ein Schokobrunnen, nur ohne das Aufräumen. Auch dieser Riegel ist geschmolzen. Schneid ihn einfach auf und gieße ihn in den Mund. Tunken ist ja nett, aber es geht immer um die Schokolade. Komm schon, am Handy spielen und Snacks essen kannst du auch zu Hause. Aber ich schätze, du kannst nicht dein ganzes Geld hier liegen lassen. Füllen wir dieses Gefäß mit all deinen Wertgegenständen. Wir müssen das Geld sicher aufbewahren. Wir brauchen es für Gummibärchen. Vergrabe es im Sand und markiere die Stelle, damit du es wiederfindest. Komm schon, das Wasser wartet schon auf dich. Oh oh. Irgendetwas stimmt nicht. Ist es noch ein Schokoriegel? Was für eine süße Schaufel. Jetzt können wir das Glas finden. Oh, Geld. Immer ein guter Fund. Und das Beste an Sand ist, dass er sich leicht anpassen lässt. Strandios. Bis zum nächsten Mal. Ah, der Strand. Wer will nach einem vergrabenen Schatz suchen? Könnte hier Gold drin sein? Hm. Wohl nicht. Oh nein, dein Lutscher ist ganz kaputt. Hey, ich sagte, er ist ganz ruiniert. Keine Sorge, Oma hat genau das Richtige für dich. Dein neuer kleiner Kumpel wird den Sauger für dich halten. Komisch, von Regen war heute in den Nachrichten nichts zu hören. Na, zum Glück hat Oma einen anderen kleinen Freund, der zur Hilfe eilt. Drück einfach den Knopf und du bekommst einen Haufen Blasen. Siehst du, das sollte dir wieder Auftrieb geben. Wind? Regen? Das Wetter ist wirklich seltsam heute. Sieht so aus, als würden ihm die Blasen nicht so bald ausgehen. Große weite Welt. Wo ist die Toilette? Ich schätze, hier draußen ist die Toilette überall. Aber wir können uns wenigstens einen Sitzplatz leisten. Guter Anfang. Jetzt noch ein Loch ausschneiden. Legen wir noch eine Tasche dazu. Hier leben auch Tiere. Und jetzt lehne dich zurück, entspann dich und lass die Tomaten fallen. Vergiss nur nicht, etwas Klopapier mitzubringen.
Für eine gute Zahnpflege bleibt immer Zeit. Vorsicht, die Zahnpasta wächst nicht auf Bäumen. Und dieses Zeug ist gut, bis zum letzten Tropfen. Trotzdem ist das ein seltsamer Platz für den Spender. Dolly wird dir zeigen, wie viel Zahnpasta du wirklich brauchst. Da kriegt aber jemand Hunger. Und das kleine Mädchen auch. Mit diesem Eierkocher kannst du jederzeit frühstücken. Knack einfach einen dieser bösen Buben rein. Oh, ich dachte, ich rieche Würstchen. Einfach ein Stäbchen reinstecken und los geht's. Essen am Stiel schmeckt immer besser. Hey, sei nett. Oder Oma sagt dir nicht, wo die Kekse versteckt sind. Na, hoffen wir, dass dieser vergrabene Schatz besser ist als der letzte. Das ist eine Entenschneeballmaschine. Aber wir sind am Strand. Also lasst uns stattdessen Sandentchen machen. Keine Sorge, dort, wo sie herkommen, gibt es noch mehr. Genug für eine ganze Entenfamilie. Auch Oma kann ein Entchen haben oder mehr. Nur ein Würstchen? Schnell, überprüf noch mal dein Haar. Tja, ich schätze, du könntest es einfach teilen. Und hier ist genau das Richtige, um zu helfen. Entferne einen Hund und leg einen anderen hin. Und genieße deine mundgerechten Stücke. Ein bisschen Marmelade wäre toll für diese Waffeln. Irgendetwas sagt mir, dass diese Bienen keine Blumen wollen. Lauf! Hoffen wir, dass dieses Moskitozelt nicht nur gegen Moskitos wirkt. Jetzt kannst du deine Waffeln in Ruhe genießen. Das würde ich lieber nicht öffnen. Oh oh, sieht aus, als hätte die Biene zugelegt. Keine Sorge, er wird gleich eine echte Bienenkönigin treffen. Los, zeigen wir dieser Drohne, wer der Boss ist. Ein Wrap. Weißt du, wie er noch besser schmecken würde? Wenn er tatsächlich in deinen Mund gelangt. Versuch, alles an einem Ort aufzubewahren. Siehst du, dieser Sitz hält sogar dein Getränk für dich. Keine Sorge, er fängt alles auf, was herausfällt. Hoffen wir nur, dass du sie nicht wieder fallen lässt. Zeit für einen erholsamen Schlaf unter dem Sternenhimmel. Keine Angst, es ist wahrscheinlich nur ein Bär. Warte. Schon gut, vielleicht will er nur Brei oder Honig. Oma wacht nicht so bald auf. Aber vielleicht kann uns eines ihrer Gadgets retten. Ja, eine Taschenlampe. Das hier ist ein Projektor. Nichts wird uns mehr stören, wenn wir einen ganzen Zoo in unserer Ecke haben. Und genau das Richtige vor einer guten Nachtruhe. Oh oh, wo ist ein Rettungsschwimmer, wenn man ihn braucht? Oder noch besser, Oma, schnell, hole es, beeil dich! Wow, dieser Greifer kann alles Mögliche aufnehmen. Vor allem, wenn man es nicht mit der Hand anfassen will. Oder irgendwas, das einfach unerreichbar ist. Es ist auch für verdeckte Operationen geeignet. Schnell, iss es und versteck den Beweis. Ah, es ist so hell. Kann jemand die Sonne abschalten? Oh, warte, das ist nur Omas Grill.
keine Sorge. Nimm einfach etwas Plastik und forme daraus eine brandneue Sonnenbrille. Hey, nicht mit den Füßen! Das ist so untypisch für Oma. Oh, überall hat sie Sand. Gut, dass wir einen Ersatz dabei haben. Die Seiten sind wie kleine versteckte Taschen. Vier Ecken für alle unsere Sachen. Und das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Yay! Es ist eine kleine Wasch- und Trockenstation, bevor du das Handtuch betrittst. Jetzt kannst du deinen Tag am Strand genießen. Es ist windig und auch ein bisschen kühl. Keine Sorge, Zeit für Omas Geheimwaffe. Sie hat ihre praktische Stretchfolie mitgebracht. Lehn dich einfach zurück und tu so, als wärst du Kleopatra. Vergiss die Luftlöcher nicht oder hör einfach am Hals auf. Nimm eine Schere zur Hand und schneide sie in der Mitte durch. Schwupps, hast du eine brandneue Jacke. Und einen Hut. Zeit, nach Hause zu gehen. Packen wir also deine Sachen. Ah, du hast dein Spielzeug im Sand liegen lassen. Aua! Sei froh, dass es nur Sand ist und kein Kieselsteinstrand. Du könntest deine Schuhe wieder anziehen. Oder aber... Verwandle dieses Pop-It-Spielzeug in ein neues Paar Flipflops. Ja, wir haben hier viel Spaß. Tja, wenn der Schuh passt, zieh ihn an. Und schnapp dir das Spielzeug. Und nicht nur die Meerjungfrau. Eis geht immer. Nicht weinen. Es gibt noch mehr Eis am Stiel. Alles, was du brauchst, ist Saft und ein paar vertrauenswürdige Förmchen. Leg sie einfach in eine mit Eis gefüllte Kühlbox. Wow, das ging aber schnell. Hier, probier's mal. Denke nur an die vielen Geschmacksrichtungen, die man damit zaubern kann. Ja, ich erkenne die Ähnlichkeit in der Familie. Okay, wer gibt ihr ständig Kaffee? Hier spendet dieses Haar viel Schatten. Also, wann holen dich deine Eltern ab? Strandtastisch! Bis zum nächsten Mal! Dein Handy braucht ein Taschentuch oder eine Ganzkörperwäsche. Etwas Salbe und ein neuer Bikini machen einen großen Unterschied. Ob wir damit stiefelförmigen Sand bekommen? Wohl eher nicht. Das sollte uns helfen, ein paar coole Formen zu machen. Mit Enten kann man einfach nichts falsch machen. Machen wir doch unsere eigene kleine Herde. Den hier nenne ich Donald. Die hier Daisy. So viel Müll. Kümmert sich denn niemand mehr um die Umwelt? Keine Sorge, diese Hose wird den Tag retten. Wir können den Müll im Geheimfach aufbewahren. Jetzt können wir alles für Basteleien wiederverwenden. Oder es einfach in den richtigen Mülleimer werfen. Viel Spaß dir! Wow, er macht wirklich Eindruck. Sogar so sehr, dass wir es für die Nachwelt aufbewahren sollten. Lass es trocknen. Hm, das hat Charakter. Wahrscheinlich sollte man ihm den Sand aus der Nase ziehen. Dazu noch ein paar Kleider und schon haben wir jemanden, der auf unsere Sachen aufpasst. Ob wir einen vergrabenen Schatz finden werden? Hey, da ist was! Und dieses Werkzeug hilft uns beim Graben.
Wow, ein Handy. Hat es noch Akku? Ein Bügeleisen. Denk nur an all den Grillkäse, den wir machen können. Ein Regenbogen-Huggy-Wuggy. Das nenne ich mal einen Schatz. Sieht aus, als käme die Flut. Verabschiede dich von deinen Flipflops. Sie gehören jetzt dem Meer. Keine Sorge, wir können neue machen. Dieser Ballon bekommt sogar deine Größe. Er sitzt nicht nur passgenau, sondern kann auch individuell gestaltet werden. Zeig jetzt deine brandneuen Hausschuhe. Sei nur vorsichtig in der Nähe des Wassers. Ah, wenn die Natur in der freien Natur ruft. Dann müssen wir uns wohl eine Toilette graben. Sie muss stabil sein und wir wollen es ja nicht am Strand zurücklassen. Ich frage mich ja, was er als Klopapier verwenden will. Lass uns den Deckel fest verschließen, ja? Schau dir all diese Ballons an. Und sie blasen sich auf und fallen. Alle auf einmal. Der ist geplatzt, aber es sind noch einige übrig. Worauf wartest du noch? Zeit, sie platzen zu lassen. Wenn es regnet, schüttet es hier. Wenn das nur Regen wäre. Lass uns etwas Schutz vor den Elementen schaffen. Schneide eine Wassermelone aus und mache Löcher für deine Augen und Nase. Schon hast du einen Helm. Warum nicht auch einen für deinen pelzigen Freund? Und deshalb solltest du immer Sonnenschutz auftragen. Feuchtigkeitscreme kann auch viel bewirken. Vielleicht kann diese Walze helfen, die Dinge zu glätten. Sie kümmert sich um abgestorbene Haut, ohne dass man speziell Fisch kaufen muss. Eine gute Idee ist es immer wert, geteilt zu werden. Ah, es geht doch nichts über Schokolade am Strand. Oder eigentlich egal wo. Schließlich sprechen wir von Schokolade. Wow, wie eine Schildkröte auf seinem Rücken. Sand ist formbar, also schaffen wir etwas Platz. Leg ein Handtuch rein, damit es bequem wird. Was ist die größere Sorge? Der Sonnenbrand oder die Krake? Schau dir all diese Farben an. Teil es mit der Welt. Leg sie alle in eine Tüte und verschließe sie gut. Nicht nur stochern, wir wollen sie richtig zerquetschen. Wir werden das schwere Zeug brauchen. Hol den Hammer raus. Jetzt kannst du die Hitze schlagen. Und wieder sind wir beim Sonnenbrand. Es muss doch eine ordentliche Art geben, Wassermelone zu essen. Jetzt schon. Dieses Tool hilft nicht nur, die Melone in Würfel zu schneiden. Du kannst die Gabel auch zum Essen benutzen. Oder du kannst die Würfel für später aufbewahren. Zum Stapeln. Oh nein, dein armes Handy. Wo ist ein Sack Reis, wenn man ihn braucht? Besser noch, schnapp dir wasserfeste Karten. Lege sie im Wasser aus. Ihnen macht die Nässe nichts aus. Nimm nun etwas Klebeband und richte sie aneinander aus. Es ist wie ein kleiner Schwimmring für dein Handy. Oder dein Sandwich. An einem heißen Tag kann man nie vorsichtig genug sein. Ich würde ja sagen, pass auf, aber hey, kostenloser Sonnenschutz. Hier ist eine Möglichkeit, deine Zeichenkünste zu trainieren. Lass es eine Weile ruhen.
Und du hast eine neue Art von temporären Tattoos. Achte nur darauf, dass du braun wirst und nicht verbrennst. Kein Wunder, dass manche Leute total auf Schuhe stehen. Versuch doch das nächste Mal diese unsichtbaren Strandschuhe. Einfach abziehen und auf die Fußsohle kleben. Sie schützen dich und halten deine Füße frei. Nie wieder Angst vor Blöcken. Aber manche Dinge brauchen etwas Stärkeres. Ist es draußen zu hell? Bevor du erwägst, unter der Erde zu leben, versuch mal das hier. Nimm ein Plastikmesser und erwärme es. Bieg es in die richtige Position und füge ein weiteres Messer hinzu. Jetzt hast du eine schicke Sonnenbrille. Also, war's der Butler? Wahrscheinlich hättest du doch zur Pediküre gehen sollen. Keine Sorge, Mutter Natur sorgt schon dafür. Diese Wachteleier verstecken nicht nur deine schmutzigen Nägel. Sie lassen sie wieder wie neu aussehen. Wir wollen uns revanchieren und den Wachteln ein paar Eier zurückgeben. Strandtastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal. Oh, hi Anne. Schon einen Schatz gefunden? Na dann lass uns anfangen zu suchen. Hey, es ist A. Das nenne ich einen Schatz. Aber lass uns den ganzen Sand entfernen. Und vielleicht auch ein paar von diesen Maden ziehen. Jetzt muss er nur noch gründlich geschrubbt werden. Viel besser. Jetzt bist du bereit für ein bisschen Spaß am Strand. Was könnte besser sein als Sandenten? Und sie haben sogar noch winzigere Enten im Inneren. Sieh mal, er hat die richtige Größe für diese Rutsche. Schnell rutsch nochmal, bevor es voll wird. Ich sag's doch, etwas, das so viel Spaß macht, bleibt nicht lange leer. Die Buchstaben helfen uns, diese Enten zu unterscheiden. Oh, armes Püppchen. Haben deine Freunde vergessen, dich auszugraben? Und haben sie dir auch die Beine genommen? Keine Sorge, eine untere Hälfte kommt sofort. Wir brauchen nur ein paar Glasperlen und Kleber. Außerdem brauchen wir dafür ein paar Haare. Schau, es ist ein Zentaur. Vier Beine sind schließlich besser als keine. Schokoladenaufstrich. Was könnte besser sein? Oh, Kekse. Und Zuckerguss. Und Streusel. Und vielleicht noch einen Keks. Oh. Ich hab's. Es ist ein Babyfisch. Ist er nicht süß? Pass auf, wo du hintrittst. Braucht jemand Ketchup? Oh, schau dir deinen Fuß an. So schmutzig. Gut, dass wir unser praktisches Fußbad haben. Limonade und Minzbonbons. Jetzt wird's prickelnd. Und vergiss nicht, dass du noch einen Fuß hast. Fast fertig. Das ist mal ein sauberer Fuß. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Was ist das? Eine Chipspackung? Damit können wir eine neue Sandburg bauen. Nur ohne Sand, aber es kann Süßigkeiten haben. Ist ja hilfreich, dass sie bereits ziegelsteinförmig sind. Was für ein hübscher Turm. Und das Beste daran? Dieser Teil wird sogar mit Chips geliefert.
Hast du schon mal einen Strandturm gesehen? Oh, schau mal, ein winzig kleiner Oktopus. Pusten wir ihn zu einem großen, bösen Kraken auf. Wart nur, bis du es im Wasser siehst. Oh, ich schätze, er schwimmt weg. Schon okay, wir haben einen Ersatzballon. Warum füllen wir ihn nicht mit Schätzen auf? Wow, schau dir all das glänzende Zeug an. Sobald alles drin ist, gib etwas Wasser hinzu. Das sollte reichen. Binde ihn zu. Und drück deinen neuen Stressball ganz fest. Hey, was ist das? Das ist ein Wassermarker. Worauf wartest du noch? Probieren wir ihn aus. Wow, schau dir all diese verschiedenen Farben an. Für ein echtes Spektakel legst du sie ins Wasser. Keine Sorge, die Farbe ist immer noch gut. Tauch deine Hand hinein. Das Wasser ist gut. Eine Barbie in einem Ball? Wie ist sie da reingekommen? Holen wir sie raus. Einsatz für den Hammer. Lasst uns feiern. Hier, blas einen Ballon auf. Sammle sie in einem Beutel und verschließe ihn gut. Jetzt haben wir eine neue Luftmatratze. Hey, Pause für die Entchen. Besonders diese hier. Es kann Sandentchen machen. Tja, Sand in Entenform ist einfach besser. Was für eine süße kleine Gruppe wir hier haben. Oh, was können wir noch aus Sand machen? Das ist wie eine Fata Morgana, die man anfassen kann. Ein vergrabener Schatz? Oh, ein Skelett? Vielleicht ist er einfach nur durstig. Zeit zum Eintauchen. Es ist Blue! Mit den 8 Gläsern am Tag ist nicht zu spaßen. Oh, jetzt wird er dir immer ans Herz gewachsen sein. Ich verstehe, ist dir einfach nicht blau genug. Das nenne ich blau. Hoffentlich ist es wasserfest. Ich meinte, weil es ein Badeanzug ist, aber auch das. Sei vorsichtig mit Wasserballons, auch wenn sie tolle Badekappen sind. Entscheide dich, Schutzbrille oder Klebeband. Ah, Klebeband. Tolle Wahl. Zeichne eine Sonnenbrille. Und das Beste daran, es ist eine Einheitsgröße. Auch für Menschen, die keine Ohren haben. Oh nein, sie ist reingefallen. Rettet sie, kleine Enten. Sieht aus, als müssten wir diesen Pool Barbie sicher machen. Entschuldige, wir könnten das brauchen. Gotcha. Falte es wie einen Donut, vielleicht mit etwas zum Festhalten. Ah, ein Einhorn-Pegasus-Fischteil, ein Klassiker. Da haben sich die Reitstunden ja gelohnt. Volltreffer. Ja, probier's aus. Hey, das ist kein Tauchspielzeug. Ein Tampon? Er ist in einer kleinen Schutzhülle. Aber nichts, was wir nicht aufbrechen könnten. Fülle sie mit verschiedenen Farben. Beobachte, wie sie sich miteinander verschmelzen. Vor allem, wenn man sie gut zerdrückt. Und jetzt haben wir einen Regenbogen-Tampon. Zeit für Accessoires. Das wäre ein Pool ohne Poolnudeln. Außerdem sind sie so vielseitig. Schneide sie auf. Und staple sie, um alles zu machen, was dir einfällt. Wie ein riesiges Spielzeugkrokodil. Oder ist es ein Alligator?
Jetzt stell sicher, dass sich dein Krokodil benimmt. Dummerchen, man soll doch keine Wasserballons essen. Besonders diese hier. Sie füllen sich selbst. Und siehe da, sie plumpsen direkt ins Wasser. Doch früher oder später muss man sie platzen lassen. Wow, sie haben sogar verschiedene Farben. Hey, ist es nicht Zeit fürs Mittagessen? Lass uns essen. Achte nur darauf, dass du in deinen Mund zielst. Es sei denn, du willst ein Bad in Kartoffelchips nehmen. Wie wäre es, wenn du das nächste Mal einen Toilettensitz benutzt? Er hat ein Loch für deinen Kopf und bietet Platz für deine Snacks. Snacks jeglicher Art und es fängt auch alles auf. Und es ist toll für unterwegs. Pass nur auf, wo du hintrittst. Hey, schau mal, ein Poppet. Vielleicht kann es uns helfen. Wir brauchen nur ein paar. Okay, vielleicht mehr. Staple sie und mache daraus Plateau-Flipflops. Achte darauf, dass die Stapel gleich hoch sind, es sei denn, du willst absetzen. Es ist ein Wasserball. Blasen wir ihn auf. Oder noch besser, wir füllen ihn mit Wasser. Das steht ja schließlich im Namen. Ganz schön wackelig. Gib ihm einen kräftigen Schlag und sieh zu, wie er abgeht. Fast schon hypnotisch. Vorsicht, wir wollen ihn nicht kaputt machen. Vergiss es, ich denke, er wird uns alle überleben. Schätze, wir brauchen das neue Trampolin nicht. Willst du jetzt Hampelmänner machen oder auf der Stelle joggen? Wenn es noch größer wäre, könnten wir Himmel und Hölle spielen. Okay, versuchen wir ihn aufzuheben. Er ist so wackelig. Hast du ihn kaputt gemacht? Ich schätze, da kommen die Kennpuppen her. Wow, ist das ein Permanentmarker? Egal. Jetzt brauchen wir nur noch den Kopf. Richtig, Ken wird uns mit der Sonnencreme helfen. Schau dir all die lustigen Formen an, die du machen kannst. Und sie sind immer noch da, wenn man sie abwischt. Bräunen macht Spaß, aber hier draußen ist es wirklich heiß. Vielleicht ist etwas Cooles gleich um die Ecke. Was für ein cooles Tool. Es ist immer toll, einen Fan zu treffen. Ich glaube, das ist einer unserer bisher größten Fans. Vielleicht besser eine niedrigere Einstellung? Moment, was ist das? Wir könnten ihn zu diesem rotierenden Ventilator hinzufügen. Und wir können uns ein Nudelgericht direkt nach Hause bringen lassen. Und Hot Dogs. Das nenne ich Service. Gib dir selbst gutes Trinkgeld. Und schau mal, Obst. Es ist frisch und noch besser, kostenlos. Schau, ein süßes kleines Schaukelspielzeug. Und was ist das? Er hat Freunde. Ha, sie feiern eine Poolparty. Ja, dieser Pool könnte eine Renovierung vertragen. Tolle Idee. Nimm ein Blatt und sprüh's an. Wir sollten wahrscheinlich mehrere besorgen. Oh, ich glaube, es ist leer. Aber natürlich können wir sie immer auf altmodische Art streichen. So hübsch und alle in verschiedenen Farben. Gib sie an den Rand des Beckens. Ist wie eine kleine Oase. Und perfekt, wenn man sich im Laub verstecken will. Basteln macht hungrig. Zeit, die Oreos zu öffnen. Her mit den Keksen. Oh nein,
Sie sind alle kaputt. Kein Problem, gib einfach etwas Sahne dazu. Gib ein Stäbchen hinzu, lass es fest werden. Und schon bald haben wir einen brandneuen Leckerbissen. So lecker! Doch wenn du lieber Kaubonbons magst, sammle sie und füge Marmelade und Soda hinzu. Gib ein paar Fruchtscheiben dazu. Hey, je süßer, desto besser. Jetzt hast du ein neues, lustiges Getränk, das du mit Freunden teilen kannst. Schließlich ist es wichtig, hydriert zu bleiben. Vor allem an einem so heißen Tag mit einem so kleinen Pool. Pooltastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal.